Hallo Leute, mein Name ist Hotzester und willkommen zurück zu Bob's Mods in Factorio. Letztes Mal haben wir hier oben eine Fabrik gebaut für lila Fläschchen, sodass wir endlich Covarex-Anreicherung forschen können, damit wir auf Kernenergie umstehen. Und ich weiß, ich habe versprochen, wir schauen, wo bekommen wir denn all die Materialien her, die wir dafür benötigen. Aber wir haben zuerst noch ein anderes Problem, um das wir uns kümmern müssen. Denn hier oben haben wir genau noch einen Miner für Zinn. Und da in dem Feld ist nicht mehr allzu viel drin. Die Eisen, Kupfer sieht noch gut aus, Quarz sieht sehr gut aus. Hier unten Stein und Blei haben wir auch noch genügend. Aber da, unser Kohlefeld, da kommt auch nicht mehr allzu viel raus. Für unsere Energieproduktion, die können wir leicht umstellen, indem wir hier unten mehr Brenner für Gase anschließen und so hoffentlich etwas mehr von dem Flüssiggas verbrauchen, so dass wir mehr Schwefelsäure bekommen. Wobei, so wie es aussieht, ist unser Tank voll, das heißt, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr. Und das könnte dann durchaus ein Problem werden in der Nacht, wenn wir nicht genügend Energie haben. Das heißt, vielleicht sollten wir uns, ja, da haben wir es, Energieknappheit, ja. Das sind alles Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Und vielleicht beginnen wir mit der Kohle. Und zwar versuchen wir hier einfach ein paar mehr Förderer hinzustellen, damit wir da wieder mehr herausbekommen. Und wir machen das recht einfach. Legen das so aufs Band. Oben haben wir auch noch einen. Aber die brauchen wir nicht mehr. Wenn wir hier einen machen, haben wir fast das ganze ursprüngliche Feld abgedeckt, sodass wir vielleicht etwas mehr Kohle rausbekommen, dass mehr von den Maschinen laufen, dass wir nicht konstant Energieknappheit haben. Energieknappheit haben wir wahrscheinlich eben auch, weil wir jetzt wieder am Forschen sind und dadurch auch die ganzen Fläschchen produzieren müssen. Mit allem, was dazu gehört. Wenn wir hier oben schauen, ja, da haben wir wirklich nicht mehr viel drin. Und wenn wir auf die Karte schauen, wir haben hier unten noch ein Zinnfeld, aber das ist zu nahe an unserer Verarbeitung. Hier unten haben wir ein größeres. Und der Plan war ja, dass wir ein Zinnfeld anschließen, am Zinnfeld die Verarbeitung machen, das Schmelzen mit elektrischen Öfen und dann das Geschmolzene, die Platten direkt hier anliefern. Wenn wir elektrische Öfen machen wollen, müssen wir uns definitiv darum kümmern, dass wir etwas mehr Strom bekommen, vielleicht ein paar Solarpaneele zusätzlich plus einiges an Akkumulatoren, sodass wir durch die Nacht kommen. Aber wir wollen eigentlich auch dieses Feld abernten und dazu
transportieren wir einfach die Erze von hier oben nach unten und schmelzen sie da. Damit das einigermaßen gut funktioniert, wenn wir dann dieses Feld anschließen, planen wir vielleicht dieses Feld zuerst, schließen aber die Miner noch nicht an, sodass wir nur den Input von hier oben bekommen, damit wir das zuerst verbrauchen. Gut, das sind die Pläne für heute. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich brauche definitiv mehr Miner. Und da nehmen wir dann gleich die Zweier. Die haben ein höheres Abbautempo. Haben weniger Umweltverschmutzung, auch nicht so schlecht ist, und haben etwas den höheren Stromverbrauch. Gut, ich bereite da mal ein paar Dinge vor und dann können wir hoffentlich eine Schmelze und ein Zinnfeld anschließen. Die Forschung für Covarex macht schöne Fortschritte und in der Zwischenzeit sollte ich alles haben, was ich brauche, um zumindest dieses Erzfeld mit Förderern zu bestücken. Und wir machen es diesmal mit dem Outpost-Planer, den ich so konfiguriert habe, dass er die langsamen Fließbänder verwendet, die einen Output hat nach Süden und wir wollen hier die kleinen Strommaste und Förderer 2. Und wir machen das nach diesem Layout, denn das sollte uns etwas Platz zwischen den Förderern geben. Und wir ziehen hier einfach das Ganze so drüber. Wir haben hier unten einen Knopf eingerichtet, der genau für die Blaupause sorgt, dass das auch so eingerichtet wird. Und wir haben hier das optimale Layout für das, was wir brauchen. Es ist nicht die schnellste Mine, denn wir haben ja nur teilweise hier Förderer platziert. Und das Einzige, was mich hier dran ein bisschen stört, ist, dass die Strommassen werden nur entlang einer Linie platziert. Aber wenn das ganze Problem ist, dann ist das nicht wirklich weiter tragisch. Wir können die hier entfernen und hier brauchen wir dann einfach auch noch ein paar. Und da hinten haben wir auch noch einen einzelnen Förderer hier draufstehen. Müsste nicht hier auch einer stehen? Und da? Wahrscheinlich auch hier. Gut. Und damit ziehen wir einfach dieses Band nach unten, entfernen Kliffe, wo sie uns im Weg sind, und gehen damit über die Bahnlinie, denn unser anderes Erzfeld liegt unterhalb. Wir
machen das hier mal so. Zumindest bis hier. Und dann schauen wir, wie bekommen wir das andere Erzfeld auch hin. Wir machen das wieder nach dem gleichen Schema mit dem Outpost-Planer. Allerdings, weil das Erzfeld etwas größer ist, mehr drin hat, werden wir das ein wenig anders strukturieren. Wir werden nämlich 4 Ausgänge haben. Und ich denke, wir machen hier die Ausgänge Richtung Osten, also auf diese Seite, sodass wir da dann Schmelzen haben können und oben drüber einen Bahnhof, um die Platten zu laden. Gut, dann probieren wir das hier auch mal. Das Planen, das dauert ein Weilchen. Und hier sind uns auch ein paar Bäume im Weg. Aber wir sollten dann zumindest bis auf die Strommasten alles hinbekommen. Und hier unten haben wir den Ausgang, den wir dann da in ein Schmelzarray einfügen können. Und wenn dieses Feld aufgebraucht ist, dann können wir hier einfach einen Erzbahnhof hinplatzieren, der uns die Erze liefert. Und wir haben hier immer noch die Schmelze am Start. Für dieses Feld bin ich mir nicht ganz sicher, da werden die Förderer nicht ganz reichen. Aber das ist nicht weiter tragisch, denn von diesem Feld wollen wir ja auch noch keine Erze fördern, die wir dann für unsere Schmelze benötigen. Gut, ich lasse die Roboter hier mal arbeiten, soweit sie kommen. Dann werden wir sehen, wie designen wir unsere Schmelze. Denn wir machen die mit den Lichtbogenöfen. Und das funktioniert ein wenig anders als mit den normalen Öfen, die ja auch irgendeinen Brennstoff benötigen. Der Strom ist angeschlossen und deswegen haben wir hier auch schon etwas Erz auf den Bändern. Habe ich aber abgeklemmt, denn von hier oben, da oben, da werden wir in Kürze das Erz von unserem anderen Feld bekommen, das wir dann hier unten schmelzen wollen. Und wir machen das, wie gesagt, mit den elektronischen Öfen, die ich finde. Und da brauchen wir 24 Stück für ein volles rotes Band, glaube ich. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und wenn wir hier dann den Eingang machen, können wir hier den Ausgang machen. Strom. Und dann Ausgang machen wir nach oben. Eingang kommt von unten. Und fürs Erste teilen wir einfach das Band hier. Und dann kopieren wir doch einfach
das, drehen es um und platzieren es nochmals hier. Und dann haben wir hier den zweiten Eingang. Und das hier wird nicht unser finales Design sein, denn wir werden schnellere Förderbänder haben, wir werden schnellere Greifarme haben, wir werden Module haben, wir werden Beacons haben. Das alles müssen wir dann irgendwo dann auch berücksichtigen. Aber das ist unsere Schmelze und vielleicht klemme ich das hier auch noch ab. Nicht, dass wir uns der Saft ausgeht, bevor wir uns auch darum gekümmert haben, wie wir das Ganze mit Strom versorgen. Dann brauchen wir einen Bahnhof. Haben wir da. Das ist eine Entladestation. Habe ich eine? Ja. Habe ich eine Ladestation? Ja, typischerweise sollte man zuerst das Gleis legen. Bevor man versucht, das Ganze aufzubauen. Denn wir müssen sicherstellen, dass wir das hier richtig platzieren und dann den Zug wir machen das mal so. Zuerst den Bahnhof, dann die Station. Immer die falschen Knöpfe. Versuchen wir es nochmals. Das heißt, hier hinten haben wir dann das Signal für das Ende vom Zug. Und hier haben wir dann die Ladestationen. Gut. Und das machen wir vorerst einfach mal mit grauen Bändern. Ich denke nicht, dass wir da was Schnelleres benötigen. Und was wir aber brauchen, sind mehr Greifarme. Und diese Station nennen wir Zinnplatten. Laden oder Schmelze. Zinnplatten, Schmelze und dann machen wir da auch noch das Symbol für die Zinnplatten hin. Wunderbar. Machen eine Beschränkung für einen Zug. Dann hier wird es nach oben gehen und
Und da geht es auch nach oben. Das heißt, hier muss ich noch den Zug anschließen. Vielleicht sollten wir auch hier den Output anschließen. Das könnte nützlich sein. Gut, dann mache ich diese Station fertig und dann kümmern wir uns um den Strom, bevor wir hier das Ganze loslassen und dann auch einen Zug platzieren werden. Die PV-Anlage ist etwas vergrößert und wir haben auch ein paar Akkumulatoren. Wenn wir hier schauen, während die Sonne scheint, können wir unseren ganzen Strombedarf nur mit den Solarpanelen abdecken, was gut ist, denn dadurch können wir in diesem Zeitraum Kohle sparen, wovon wir nicht allzu viel haben, und dann in der Nacht reicht uns die angesparte Kohle, um uns durchzubringen, so dass wir hier effektiv nicht mal die Akkus brauchen. Alles, was nun noch zu tun ist, ist eine Lokomotive und einen Zug platzieren, so dass und natürlich die Schmelze anschließen, so dass wir dann das Zinn liefern können. Und oben müssen wir es dann auch noch auf das richtige Förderband bringen. Und das einzige Problem, das wir hier haben werden, ist, dass für unseren Zug, da haben wir noch keinen Kohlezug, der ihn mit Brennstoff versorgen könnte. Ich dachte, ich hätte Züge in der Tasche. Offenbar habe ich auch hier noch nicht fertig gebaut. In dem Fall werde ich den Zug platzieren und wenn der dann das erste Mal ankommt im Bahnhof, sehen wir hoffentlich, wie das funktioniert. Und dann können wir auch die Förderbänder entsprechend ergänzen. Der erste Zug ist gleich voll und wir werden sehen, ob er auch am richtigen Ort ankommt. In der Zwischenzeit habe ich auch den Output vom Unloader mit dem Input für unsere Zinnlinie gemacht. Wir fahren hier in den Bahnhof ein und weiter geht's nach oben. Und ich hab's am richtigen Ort angeschlossen. Ausladung etwas langsam, aber wir laden beidseitig aus, vierfach, und haben dann im Prinzip 8 volle Bänder und hinten raus brauchen wir nur 1. Das heißt, das Zinn, das wir hier anliefern, das wird uns eine Weile reichen. Und wenn wir hier nach unten rennen, dann können wir sehen, dass hier haben wir etwas Platz und das ursprüngliche Smelting Array für Zinn ist verschwunden und wir haben hier nur noch das Förderband durch für unsere Zinnplatten. Und es wird auch höchste Zeit, denn wenn wir schauen, hier produzieren wir keine gelben Schaltkreise mehr, weil uns Zinn fehlt, was dann auch bedeutet,
Wir produzieren keine roten Schaltkreise, weil uns das Zinn fehlt. Und das zieht so einen ganzen Rattenschwanz nach sich. Und ich denke, bevor wir dann in einer der künftigen Folge uns wirklich um Uranproduktion und nukleare Energieversorgung kümmern können, müssen wir zuerst noch sicherstellen, dass wir auch noch ein zweites Kohlefeld anschließen. Denn wie gesagt, das hier unten, da ist nicht mehr allzu viel drin. Dank unserem großen Solarfeld brauchen wir hier aber nicht mehr viel Kohle für die Verwendung. Was wir da noch brauchen, ist für etwas Dampf für das Wasser. Und wenn wir das nicht haben, dann sieht es hier mit der Stahlproduktion auch nicht so toll aus. Aber das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch nächstes Mal wieder zu für mehr Factorio mit Bobs Mods. Bis dann. Tschüss.